willkommen in Maddys Kochwelt. Heute machen wir weiter mit dem vorherigen Rezept. Vorhin habe ich euch gezeigt, wie man die Germknödel zubereiten kann und heute machen wir die dazugehörige Vanillesoße. Diese Vanillesoße ist ohne Ei und was ihr dazu braucht, seht ihr jetzt. 400 Gramm Milch, 50 Gramm Zucker, 200 Gramm Schlagsahne, 2 Esslöffel Speisestärke, 1 Messerspitze Kurkuma, 50 Gramm Zucker sowie 1,5 Teelöffel Vanillepaste. Für die Zubereitung kommt erst einmal die Sahne in den Mixtopf hinein. Dann der Zucker. Und dann noch als nächstes die Milch. Allerdings brauchen wir für später 1 bis 2 Esslöffel Milch, um die Speisestärke aufzulösen. Deswegen werde ich einfach mal 1 bis 2 Teelöffel hier rein oder Esslöffel hier rein tun. So, aber die restliche Milch kommt in den Mixtopf. Und dann würde ich noch etwas Kurkuma hier reingeben. Kurkuma hat ja wirklich eigentlich gar keinen Eigengeschmack, aber sehr starke Farbe. Durch das Kurkuma wird die Soße etwas gelblicher und schaut einfach ansprechender aus. Denn normalerweise wird ja die Vanillesoße mit einem Ei zubereitet. Und durch das Eigelb wird die Soße eben gelblicher. In dem Fall haben wir keine Eier, also müssen wir uns irgendwie mit einer anderen Zutat weiterhelfen. Also wirklich nur eine Messerspitze und das wird aufgekocht 4 Minuten bei 80 Grad auf der Stufe 1,5. Jetzt werden noch folgende Zutaten hinzugefügt und zwar einmal die Vanillepaste. Dann nehme ich 1 bis 1,5 Teelöffel. Das ist ja schließlich eine Vanillesoße und muss wirklich nach Vanille schmecken. Und um die Soße zu binden, verwenden wir eben diese Speisestärke, denn normalerweise wird die Soße durch das Ei dick. Da wir jetzt aber kein Ei dazugeben, brauchen wir eben die Speisestärke. Und damit das Ganze nicht klumpt, wird die Speisestärke erstmal mit der kalten Milch, die wir vorhin abgeschöpft haben, vermengt. Das sind jetzt 3,5 Esslöffel Speisestärke. Je nachdem, wie dickflüssig oder eben flüssig ihr die Soße haben wollt, müsst ihr eben mehr oder weniger Stärke verwenden. Jetzt wird die Soße noch weitere 10 Minuten aufgekocht und zwar bei 100 Grad auf der Stufe 2. Wenn ungefähr noch 2 bis 3 Minuten übrig bleiben, beziehungsweise 3 bis 4 Minuten, dann wird diese Mischung von vorhin einfach hier reingegossen und das Ganze bis zum Ende gekocht. Und schon ist die leckere Soße fertig. Ich werde diese heute zu Germknödel servieren und wie man diese zubereiten kann, könnt ihr gerne in der Infobox nachschauen. Die Soße kann man sowohl heiß als auch kalt genießen. Kommt drauf an, zu was ihr diese servieren wollt. Und wenn ihr das Rezept nachmachen wollt und nochmal die genauen Zutaten nachlesen wollt, könnt ihr gerne auf meinen Blog gehen, der steht hier unten. Da sind nochmal die genauen Zubereitungsschritte zusammengefasst und eben die Angaben zu den Zutaten. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in Maddys Kochwelt.